Liebe Freundinnen und Freunde, liebe NSA, schön, dass ihr mithört. Das ist auch vernünftig so, denn in diesem Saal wird heute ein Regierungsumsturz geplant und vorbereitet. Ein grüner Umsturz. Für den sozial-ökologischen Wandel, für Verteilungsgerechtigkeit und eine moderne Gesellschaft. Wir werden die Merkel-Regierung stürzen, die mit den wilden 13 liberal und modern blinkt, mit Steinbach und Geis am Steuer, aber immer rechts abbiegt. Wir werden die Merkel-Regierung stürzen, die mit den Muslimen in diesem Land nur noch unter dem Aspekt der Gefahrenabwehr über Integration reden will. Wir werden diese Merkel-Regierung stürzen, denn die Frauen in diesem Land haben Gleichberechtigung verdient, statt einer Prämie am Herd. Wir wollen eine Regierung haben, die nicht nur Fragen bei Prism stellt und die Totalüberwachung kritisiert. Wir wollen auch eine Vorratsdatenspeicherung verhindern, die die Speicherung aller Daten aller Bürgerinnen und Bürger vorsieht. Das wird mit uns nicht zu machen sein. Das sage ich auch mal Kollegen Oppermann von der SPD. Wir werden gemeinsam dafür kämpfen, dass Merkel keine Waffen mehr an Despoten liefert. Auf der einen Seite kritisiert die Merkel-Truppe, vollkommen zu Recht übrigens, die Verfolgung von Christen, beispielsweise in Katar. Dort steht die Todesstrafe auf den Übertritt vom Islam zu einer anderen Religion. Gleichzeitig liefert Merkel mehr als 50 Leopard 2 Panzer und 20 Panzerhaubitzen an den Emir. Auch in Saudi-Arabien klagt der Kollege Wolfgang Bosbach hier aus Nordrhein-Westfalen gern, man dürfe dort keine Bibeln verteilen. Auch dort gilt die Todesstrafe auf Gotteslästerung und Abfall vom islamischen Glauben. Warum Merkel diesen Regimen trotzdem Panzer und Waffen liefert, das werden wir in diesem Wahlkampf thematisieren. Wir brauchen endlich ein restriktives Rüstungsexportgesetz und mehr öffentliche Kontrolle bei den Waffenexporten. Länder, die systematisch die Menschenrechte verletzen, die Waffen einsetzen zur Aufstandsbekämpfung im eigenen Land und bei den Nachbarn. In solche Länder dürfen wir keine Waffen liefern, bloß weil es Profite bringt. Und ich danke euch allen, dass ihr beim Mitgliederscheid klug gewählt habt und gesagt habt, dieses Thema sollen wir ganz vorne mit ranstellen. Nicht weniger klug habt ihr Mitgliederentscheid für die Abschaffung des Betreuungsgeldes gestimmt. Denn grün ist das Gegenteil von Merkels Frauenbild der 50er Jahre. Das Betreuungsgeld, das Kinder von frühkindlicher Bildung ausschließt und den Ausbau der Kita-Plätze blockiert, werden wir nach dem 22. September als erstes abschaffen. Versprochen. Wir wollen echte Wahlfreiheit für die Familien. Wir blasen zum Sturm auf Merkel, die à la Gutenberg ihre Wahlkampfforderungen bei anderen inzwischen abschreibt. Sei es bei der Rente, beim Mindestlohn, bei der Mietpreisbremse. Diese Regierung verspricht den Menschen das Blaue vom Himmel, um sie sogleich danach im Regen stehen zu lassen. In Berlin nennt man dieses Phänomen einen Merkel. Das ist die Zeiteinheit zwischen einem Merkel-Wahlversprechen und der Abstimmung im Bundestag, bei der ihr Merkel und ihre Koalition das Versprechen gleich wieder brechen. Bei der Mietpreisbremse waren das 2 Wochen der Merkel. Erst erhebt Kanzlerin Merkel die Forderung. Gestern haben wir darüber im Bundestag abgestimmt mit namentlicher Abstimmung. Und die Koalition hat die Zustimmung versagt. Wenn man eine Forderung erhebt, muss man zu ihr stehen, wenn man es ernst meint und sie auch durchsetzen. Aber das wollen sie nicht. Sie wollen den Leuten Honig ums Maul schmieren, um dann nach der Wahl wieder das glatte Gegenteil zu machen. Wir Grünen
sind die Letzten, die eine gute Idee aus parteipolitischem Hickhack ablehnen würden. Mit uns kann man das zusammen machen, zumal die Idee der Mietpreisbremse ursprünglich von uns kam, dann hat sie die SPD abgeschrieben und hat sich von der Merkel beklauen lassen. So sieht das aus mit dem Respekt des geistigen Eigentums in Berlin. Liebe Freundinnen und Freunde, wir rufen zum Sturz der Merkel-Regierung auf, die Lesben und Schwule als Bürger weiter zweiter Klasse diskriminiert. Wir wollen keine Homo-Ehe, wir wollen die Ehe für alle mit gleichen Rechten und gleichen Pflichten. Ich gebe zu, bei dieser Frage kann man sagen, man fühlt sich aus Karlsruhe ganz gut regiert. Aber in immer kürzeren Einschlägen wird die Gesellschaftspolitik der 50er Jahre der jetzigen Koalition erschüttert. Ich halte es trotzdem für gerichtsökonomisch keine gute Idee, schwule und lesbische Paare für jede Diskriminierung einzeln nach Karlsruhe zu schicken, damit der Gesetzgeber dort den Auftrag zur Gleichstellung bekommt. Und selbstverständlich gilt unser Kampf nicht nur der Homophobie. Der Kampf gegen alle Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit wird uns nur gelingen, wenn wir alle Minderheiten in diesem Land schützen und Diskriminierungen beenden. Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Antiziganismus, Rassismus, das alles ist trauriger deutscher Alltag. Und wir Grünen sehen den Staat da in der Pflicht, alle Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen, die sich entschlossen dieser Menschenfeindlichkeit entgegenstellen. Es kann deshalb nicht sein, dass Merkels Truppen nichts Besseres zu tun haben, als gerade den Engagierten in diesem Bereich mit Bürokratie und einer Extremismusklausel, die sie denunziert, Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Wir wollen eine dauerhafte Förderung in diesem Bereich, die das zivilgesellschaftliche Engagement stärkt. Das haben wir auch mit dem Projekt Rechtsextremismus bekämpfen im Mitgliederentscheid ganz nach vorne gestellt. Wer nach den NSU-Morden immer noch nicht begriffen hat, dass wir in diesem Land mit Rassismus ein Problem haben, der will es nicht sehen und der muss am 22. September abgewählt werden. Wir treten an. Mein Wecker hat schon geklingelt, ne? Wir treten an, zum Schluss, lieber André, wir treten an gegen die gesellschaftliche Spaltung, für faire Regeln, für eine soziale Gerechtigkeit, die sagt, jeder muss von seiner Hände Arbeit leben können. Deshalb brauchen wir einen Mindestlohn von 8,50 Euro und keine Lohnuntergrenze von 3 oder 4 Euro, wie sie Frau Merkel vorschlägt. Und wir wollen mit einer Bürgerversicherung dafür sorgen, dass sich alle an der Finanzierung der Solidarität beteiligen müssen. Zum Schluss, liebe Freundinnen und Freunde, in den nächsten 99 Tagen wird uns nichts geschenkt. Wenn wir diese Gesellschaft verändern wollen, dann müssen wir jetzt um jede Stimme kämpfen. Und ich glaube, wir sind gut aufgestellt und wir können das packen. Aber seid so nett, klopft den Genossinnen und Genossen von der Sozialdemokratie am Nachbarwahlkampfstand auch mal freundschaftlich auf die Schultern, muntert sie auf, denn diese Wahl können wir am Ende nur gemeinsam gewinnen. Aber andersrum regieren, das geht nur mit starken Grünen. Deshalb Glück auf und lasst uns einen tollen Wahlkampf hinlegen in den nächsten Monaten.